Er betont auch dann, es ist wie tot hier. Normal springen sie, es ist wie tot. Echt zum Kotzen. Ich habe mir zwei Rollen vom Chris geliehen, weil ich nämlich so gar nicht auf Werfen eingestellt war. Ich dachte, wenn ich schon mal daheim bin, dann mache ich vielleicht ein kurzes Nächtle am Kanal oder so. Letztendlich hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, dass ich hier lande und zweitens hätte ich nicht damit gerechnet, dass ich auch noch werfen muss. Also ich hatte wirklich auch auf meinen nur eine 43er drauf, das hat nicht hingehauen. Ich habe es probiert, aber da haben mir so 5-6 Meter gefehlt. Deswegen habe ich mir vom Chris Rollen geliehen mit dünnerer Schnur. So weit kommt's noch. Ich habe mir noch nie in meinem Leben Rollen ausgeliehen. Noch nicht? Nee. Ja, aber das sind ja feine wenigstens. Feine, ja. Guten Techniums. Es bleibt wenigstens in der Familie. Was hast du für einen geilen Glücksbringer? Den Jodler. Den Jodler, den habe ich auf der Kinotour auch schon gesehen. Da war der auch schon sehr präsent. Boah. Auf der Kinoleinwand. Es passt eigentlich ganz gut. Zu dem Thema mit deinen Nicht-Paylakes. Ich war zweimal in meinem Leben an einem Paylake. Das ist aber schon sehr lange her. Und da waren wir in Italien. Und da hatten Österreicher dieses Jodel-Ding. Und immer wenn die einen Fisch gefangen haben, haben die das gedrückt und dann hat es gejodelt. Ach, der konnte singen, oder wie? Ja, der jodelt eigentlich. Fand ich mega geil. Waren coole Jungs und die haben mir dann einen geschickt. Seit, glaube ich, 7-8 Jahren immer dabei. Ach, und der hat am Anfang auch noch gejodelt, oder? Ja, aber dann kam mal ein Hochwasser und der jodelt schon 4 oder 5 Jahre nicht mehr, aber er konnte mal jodeln. Geil, der Jodler. Ja, und so sieht das aus bei uns. Bei mir ist noch das Mega-Chaos, wie immer. Aber hier wird gleich das Podcast-Studio errichtet. Ja, hier wird's gleich errichtet, das Podcast-Studio. Was für eine geile Tasse. Vom Jan ist die, oder? Aus, ja. Bambus, gell? Oh, 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 oh. Nee, ich glaube, das war a fake. Komm, wie ist dein Gefühl? Werden wir heute noch einen in die Kamera halten? Ja. Ja, das wollte ich hören. Spätestens so 7, 8, oder wie spät ist es denn? Keine Ahnung, ich habe nur Carb-Jules. 5:30, ja. Mach mal lieber 8. Der Luftdruck ist halt echt hoch, ne? Ist der seit gestern hochgegangen? Mhm. Ah. Die quält sich schon, ne, die neue Kamera. Ja. Du bist halt begeistert. Egal auf was. Wahrscheinlich, wenn ich morgen früh aufs Klo muss, ist auch dabei mit seiner Kamera. Ja, auf jeden Fall. Ich geh jetzt. Sau, hat Hände waschen vergessen. Ich dachte, es wäre klar, wenn ich vorbeikomme zum Angeln. Ja, ja, wie ist es für dich eigentlich, hier mal zu angeln? Mal bitte. Schon geil. Ich war ja ewig nicht mehr hier und ich musste echt an alte Tage denken. Ich meine, wir kennen uns ja auch schon ewig von hier. So, ne? Haben wir uns kennengelernt hier. Ja. Du wohnst ja hier mit dem Fahrrad 5 Minuten oder so. So, ja, Luftlinie so, ist kein Kilometer. Und du warst dann immer auch hier zugange und mit dem Fahrrad? Ja, ich durfte früher so nicht über Nacht. Genau, und du warst ja dann noch, deswegen bist du auch der KM, der kleine Mann, weil er halt hier als wie alt warst du da, 14 oder so? Mit 14, da war ich noch nicht, 12, 11 sowas, bin ich hier rumgefahren. Hier rumgestöpselt und immer schon die großen Sprüche geklopft. Aber große Klappe viel dahinter. Ja, man lernt halt den See kennen, ne? Auch wenn er sich jetzt halt irgendwie immer wieder verändert, über die Jahre. Mhm. Ja, was mit dem Angeldruck hier passiert, ist schon krass, dass sich das Verhalten der Fische so ändert, ne? Ja, halt komplett, ne? Früher ist voll aufs Futter, dann gar nicht mehr und jetzt halt keine Ahnung, wie es läuft. Ja, weil das Boot halt, du darfst nicht mehr mit dem Boot angeln. Das ist halt schon für viele. Und sind wir mal ehrlich, wenn du halt mit dem Boot hier nicht übersetzen kannst, mit dem Trolley hier rumeiern um den See, ist auch alles andere als ist kein schöner Weg, ne? Ich bin halt mal gespannt, weil früher, du weißt es ja selber, da musst du mal echt präzise ablegen vom Boot aus. Da ging es wirklich um jeden Meter und so kannst du halt jetzt einfach nicht mehr fischen, wird sich zeigen. Vielleicht dürfen die Fische dann auch nicht mehr ganz so wählerisch sein. Denke ich eben auch. Einen, wenn ich fange, bin ich mehr als happy.
Einen, das schaffen wir. Wobei, du hast nicht so lange Zeit, ne? Ne, bloß bis morgen früh. Aber notfalls verlängere ich noch um eine Nacht. Muss ich bloß meiner Frau noch beibringen. Wenn nicht, schneiden wir einfach einen von vor 10 Jahren rein, im Schnee oder so. So einen unauffälligen. Wie man es halt so macht, ne? Film ist Film. Mir ist zu weitwinklig. Das Objektiv ist total weitwinklig. Jetzt oder jetzt hat er es. Ich mich schon, dich nicht. Ja, weil er auf dich zielt. Ja, du musst halt auf dich zielen. Das ist doch viel schärfer. Ich bin schon von Natur aus schärfer, deswegen ist es besser, wenn der Fokus bei dir liegt. Meinst du? Aber weißt du, was ich mich wirklich frage? Wie läuft das jetzt eigentlich mit diesem neuen, guten Lieferservice? Boah. Voll geil. Ja? Also ich weiß schon, was ich esse. Was denn? Ein fettes Cordon Bleu. Cordon Bleu gibt's da? Ja, musst du dir ungefähr vorstellen, du kriegst so eine Pizzaschachtel. So eine... Oh, Pizzaschachtel. Ja. Dann hauen die dann Cordon Bleu rein mit so gefühlten 700 Gramm und den Rest füllen die mit Pommes auf. Was? Dann kommen noch zwei so Päckchen Ketchup dazu und liefern die das da hoch an die Schranke. Optional kann ich auch kochen, aber ich glaube, ich bestelle lieber. Aber du kannst kein Pizzakarton großes Cordon Bleu kochen. Das ist ja nicht ganz, das ist ja bloß so halb Pizzakarton, der Rest ist ja voll mit Pommes. Das ist geil. Frage hat sich erledigt, oder? Das ist richtig geil. So gefühlte 300 Gramm Käse. Hört sich doch nach. Ist doch genau das Richtige, was wir brauchen vor dem Podcast, oder? Und dann ein Schnaps und ein Verdauungsschläfchen und dann ja. Ja, dann bestellen wir das doch und dann baue ich derweil das Studio auf und dann. Weil wer weiß, was hier passiert, wenn das große Beißen anfängt. Das große Beißen hält sich noch, ist noch sehr verhalten. Er betont doch dann, es ist wie tot hier. Normal springen sie, es ist wie tot. Echt zum Kotzen? Naja, komm, der wird schon was beißen. Bestellen wir mal lieber was zu essen. Cordon Bleu? Auf das können wir uns verlassen. Das kommt. Da ist er doch! Mach mal! Was sagt denn die Uhr? War die Prognose richtig? 1 Carb-Schul, oder? Zeit für Carb. Oh, der macht Druck. Wir haben noch gar nicht gesagt, willst du? Wir haben ja eigentlich abwechseln so. Jetzt fangen wir erstmal ein, ha? Und das, obwohl sie nicht springen. Die sind alle unten und fressen. Hauen sich die Ranzen voll. Servus. Er liegt im Dreck, das Handy. Wir haben den Run halt nicht mal gehört. Nee. Und das, nachdem du mir gesagt hast, ich bekomme doch kein Cordon Bleu. Weil wir lieber Pizza essen. Ja. Wir haben uns gegen das in Pommes schwimmende Cordon Bleu entschieden. Cordon Bleu im Pommesbad. Steht gut drin, sagt er. Wenn er das sagt. Ein gar bauchiger. Ein gar bauchiger. Oh, der Marc ist heiß. Oh, ich bin echt heiß. Schau mal, ob unsere Absenktechnik aufgeht, ohne dass wir alle Schnüre einsammeln. Gesehen, Alter. Oh. Nächste. Bist du das? Das wird ein Run. Nee, ich bin hier drüben. Das ist ein Run. Echt? Ja, der neu. Läuft! Der hat 20. 20 Kilo? Ja. Geil. Marky Boy macht weiter. Ich dachte, du bist in meiner Schnur. Ich hab dir doch gesagt, das bin ich nicht. Die sind am Platz. Ey. Pass mal auf hier, deiner. Geht stiften. Dann hau der ab. Schauen wir mal rein da. Der passt. Ja, Marc, wie schaut's aus mit Pizza? Oh, hab grad anderes im Sinn. Und wie drillen sich die wundertollen Rollen? Geil. Ich hab bloß mal die Bremse zu. Mein Wattstiefel läuft irgendwie auch schon voll. Echt? Ja, ich weiß nicht, was. Die guten Decathlon. Ja. Du hast einen anderen.
Yes! Ein Traum. Schauen wir da mal kurz noch mit rein. Minimal dünneres Kreuz, aber schöne. Ja. Passt das so, sind wir beide drin? Ja. Vater und Sohn, oder? Ungefähr, ja. Komm mal rüber, ich hab's einfach. Aber immerhin, Top-Start, Doppel-Run. Prognose hat gestimmt, haben's doch vor Simi geschafft. Geil, mega geil. Jungs, danke fürs Foto und fürs Filmen. Jo, danke. Top gemacht. Aber wie schön wäre das jetzt einfach mit dem Boot schnell rausfahren, ha? Ja. Super, Alter. Hast dich verzählt? Ja. Oh, Marc. Das habe ich vergessen. Jo, danke euch. Servus. Ciao. Servus. So, jetzt konzentriere dich aber mal, ne? Stillschweigend bitte. Volle Konzentration. Also genauso habe ich es mir vorgestellt und ich habe das Gefühl, dass es noch dicker kommt. Der Christian ist jetzt zum Pizza holen gefahren. Und übrigens, wenn ich immer darüber gucke, da drüben ist mein Display. Ich müsste eigentlich da reingucken, ne? Das muss ich mir mal angewöhnen. Vögelchen, da. Da ist das Vögelchen. Ich denke, das ist viel angenehmer für euch. Ne? Also entschuldigt, ich bin noch am Anfang. Ich werde es noch lernen und ich muss auch ab und zu mal die Schärfe prüfen. Also wundert euch nicht. Wenn ich mal darüber gucke, stelle ich einfach vor, ich gucke auf den See. Mein Blick schweift über den See. Ach, es ist so schön draußen zu sein. Es ist der absolute Wahnsinn. Ich finde es voll geil, dass wir beide schon was gefangen haben. Der Christian einen richtig schönen Fisch, so wahrscheinlich etwas über 18 Kilo. Meiner waren Karpfen, hier der Karpfen zählt. Ich habe währenddessen jetzt mal das Studio fertig gemacht. Gucken wir uns das mal an. Hier haben wir jetzt quasi ein mobiles Tonstudio. Kopfhörer noch hier vielleicht so browsermäßig dranhängen. Heißt Laptop mit Soundkarte. Hier ist mein Mikro, habe ich leider keinen Ständer für, werde ich in die Hand nehmen. Hier ist dann das Mikro für Chris. Und der darf dann auf dem Stuhl Platz nehmen und auf den bin ich besonders stolz, denn der kommt heute zum ersten Mal umgedreht zum Einsatz. Ja, also richtig geil. Ich würde normalerweise nicht das große Setup mitnehmen. Das sind jetzt hier die Mikros, die nachher im Studio verbaut werden. Aber ich hatte es jetzt eh dabei, weil ich zu Hause den 14. Podcast aufgenommen habe, das vom Wasserhörbuch Spezial. Und jetzt eben mit Chris Wolf, Christian Wolf, KM, kleiner Mann. Namen hat er viele, Fische fängt er große und es wird sicherlich sehr, sehr interessant. Ich hoffe aber, er kommt gleich mit der Pizza. Ich habe Hunger. Yummy, yummy! Hast du die kleine Pizza bestellt? Schau mal. Fuck! Ich hab nichts dazu gesagt. Du hast die Kinderpizzen. Nein! So, jetzt wird gefuttert. Unsere Mini-Pizza. Ja, Mini-Pizza, hey. Wird nichts aus uns. Gut, da ist die Pizza. Njam, njam, njam. Uns haut langsam das Licht ab zum Filmen. Das ist nichts mehr. Deswegen würde ich sagen, wir essen jetzt mal in Ruhe. Und dann wird gepodcastet. Finstere Nacht. Wir haben eben den Podcast beendet, die Aufnahme. Und es hat während der Podcast-Aufnahme auch schon ein paar Mal gepiept. Und tatsächlich, wir haben uns gerade einen Tee gekocht, auf Christians Liege gelegt und kurz auf Christians Liege gesetzt und kurz noch ein bisschen gequatscht. Dauerglüher. Und der nächste Fisch ist im Kescher. Also besser kann es wirklich nicht laufen. Hier beißt es auch ganz gerne tagsüber. Ich glaube, Christian wird morgen einen richtig guten Tag haben. Aber ich bin jetzt froh, dass ich nochmal einen für die Nacht erwischt habe. Und ja. Happy, happy. Guten Morgen. Guten Morgen, Marc. Der KM kocht Kaffee. Achtung, jetzt sitzt er auf meinem Kopf und kocht Kaffee. Wir haben gestern einen coolen Podcast aufgenommen. Ich glaube, das habe ich alles schon erzählt. Ah, es ist noch sehr früh am Morgen.
Es ist 6 Uhr und KM hatte schon einen kugelrunden Schuppi heute Morgen. Und hier für mich im Kescher ein echter Beauty Carp. Schuppenformation! Alter, 6 Uhr. Schaut mal da oben. Oh. 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 Lauf. Normal funktioniert das immer. Also der ist auf jeden Fall Spiegler. Der ist Spiegler? Der ist Spiegler. Ja, Papa und Mama sind auch Spiegler. Aber ich meine, der ist eigentlich. Der ist Milchner. Der ist eine Schleier. Nur meinst du, Milchner haben keine Mamas. Kennst du den Schleier? Amanakoin? Schleier. Der ist ein Schleier. Aber guck, was wie ein Schleier. Guck, wie groß. Der Papa Bob. Oh. Ah! Oh mein Gott! Du darfst schwimmen, aber nachher! Du darfst schwimmen! You ready? Hm. Dafür geht man raus im Frühjahr, genau für so einen Moment. Perfekt. Du, ich hab mir die Bilder nochmal angeguckt von gestern Abend. Von gestern Nacht, von dem Fisch. Weißt du, wie die aussehen? Kannst du mir vorstellen mit der geilen Beleuchtung. Als wäre ich im Black Label Baits Team. So ein bisschen wie aus der Geisterbahn. Bro, aber eigentlich, die sind irgendwie cool, ne? Ja. Ich habe jetzt zu dieser Unumfotografieren. Ist was anders und Hintergrund der Sache ist, dass ich habe die neue Kamera gekauft und ich habe nur den Body der Kamera gekauft. Ich habe mir schon extra ein Objektiv ausgeliehen, weil ich habe nämlich mein ganzes Zubehör, mein ganzes Kamera-Equipment komplett in Karlsruhe. Und da habe ich dann unter anderem auch den Aufsteckblitz, weil so eine große Kamera wie die hier, die braucht einen Aufsteckblitz, die hat keinen internen. Deswegen haben wir jetzt gestern gerade nur mit der Kopflampe in der Hand, den Fisch hast du gestern mit der Kopflampe in der Hand ausgeleuchtet, ne? Ja, glaub schon. So. Ja, und dann so schnell klack klack Fotos gemacht mit einem ultra hohen ISO-Wert. Aber da ging es jetzt einfach nur um Erinnerungsbild, da geht es jetzt auch nicht um den Schönheitspreis und ja, den Fischhältern dann fürs Foto, das mag ich nicht. Deswegen lieber so und bisschen. Ja, aber hat auch Charme das Bild, oder? Ja. Da erinnerst du dich wieder dran, wenn du das mal siehst. Charme und Schande. Gibt Schlimmeres als schlechte Bilder. Erstmal Kaffee. Moment. Ja, jetzt rauche ich auch. Schaust du, ne? Jetzt hab ich Lust, da nicht zu rauchen. Jo, also ich trinke jetzt noch mein Tässchen und dann mache ich mich auf den Weg. Ich wollte auf jeden Fall Danke sagen. War cool, dass es mal wieder geklappt hat. Voll. War voll cool und hat mega Spaß gemacht. Der Podcast ist auch nice geworden. Und